Hallihallo, aloha, werte Kampffreunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone Standard Ranked. Wir werden heute wieder ein bisschen Schamanen-Action mit unserem Evolutions-Deck austesten. Wir sind mittlerweile Rank 15, ich war sogar mal kurzzeitig Rank 14, aber dann habe ich sehr viel Pech gehabt. Anders kann man das ja ausdrücken. Der Gegner hat eben perfekt gezogen oder perfekt die Karten gebraucht, die er in dem Moment brauchte, von oben gezogen meistens sogar. Und dann haben wir verloren. So habe ich das mal ein bisschen, ja, so, dass unser Enzort-Deck, quasi Enzort-Dings-Deck, das mal wieder ein bisschen verändert. Es gibt ein paar Decks, gegen die ich nicht so viele, ich habe die da reingepackt zum Beispiel. Und wir werden sehen, ob das eine gute Idee war. Immerhin zieht diese Karte Karten und die Zauberkarten werden ein bisschen verbessert. Also machen einen Schaden mehr. Komm her. Mann. So, und wir schauen mal, ob das Sinn macht in diesem Deck. Also habe ich die Karte reingehauen, die für ein Mana, glaube, oder kostet die 2 Mana, 4 Schaden macht. Weil die ist ein Tick besser, finde ich. Ups, sorry. Auch wenn sie nicht auf Helden gehen kann. Das ist eben der Nachteil. Aber das ist ein zu schlechter Hand. Sorry. Die müssen wir ablegen. Oh, auf jeden Fall. Hoffen wir auch ein bisschen Early Game. Na, immerhin, die kostet 2 Mana. Um 1 reduziert. Meistens kann ich im ersten Zug auch nichts aktivieren, deswegen ist das okay, dass sie ein Mana mehr kostet. Könnte aber auch nachteilig sein. 2 Mana oder lieber ein Mana? Das ist hier die Frage, Leute. Aber um so einen Totem-Golem zu vernichten, ist das ganz okay. Okay, wir haben hier einen, der rammt. Ja, der hat noch einiges vor. Aber hier, wir haben dafür eine Power von 2, 3. Ha. Soll er mal mit seinem 3-3 jetzt hier. Oh, soll er mal damit ankommen. So, nächste Runde den. Also jetzt machen wir den, dann sind wir nächste Runde aber wieder auf... Ja, egal. Dafür ist er jetzt tot. Und wir haben hier noch ein bisschen Power mehr dazu bekommen. Ist okay, ein 2-3er. Und ein 1-1er in Runde 3 ist, glaube ich, akzeptierend. Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Man kann es akzeptieren. Warum nicht nochmal? Haben wir einen 3-3er und haben nochmal Schaden gemacht. Ich glaube, so langsam muss er meine Karten loskriegen. Sonst hat er ein Problem. Nächste Runde haben wir genau 4 Mana übrig, um den zu spielen. Oh, den können wir auf jeden Fall töten. Und dann stirbt er aber wahrscheinlich. Ah, das ist eine gute Frage. Was machen wir? Wir können auch den einfach spielen. Dann können wir mit ihm den töten. Das ist sogar besser. So, außer wir kriegen einen Schutztotem. Oh, warte, Heiltotem. Wir töten den. Damit. Und dann ist er auf 2 Leben. Das klingt doch auch gut, oder? Wenn wir den töten, fällt auf 1 und dann wird er geheilt, ist er auf 2 Leben. Ich glaube, das ist auch super. Gut. Wir können auch einfach den töten, aber die Möglichkeit, ein bisschen Plus zu machen, die reizt einen einfach. Schaut. 4-2, 3-4. Ist doch besser als ein 3-4er und 2-3 und 2-3 übrig. Vom Gegner. So muss er nämlich hier ein bisschen mehr sich anstrengen, ja? Schaut, was er machen muss, um ihn irgendwie zu bezwingen. Haha, dasselbe ist hier dann auch nochmal. Ne, er kann den gar nicht bezwingen, wenn er gerade einen stimmt. Ach, so ist das. Ja, wieso auf 5 Mana? Können den spielen plus nicht. Ja, komm. Machen wir auch. Und dann gehen wir einfach Face, würde ich sogar sagen. Denn erstmal braucht er Schaden, damit wir hier ordentlich. Naja. Nebenbei sind wir die ganze Zeit. Haben wir etwas weniger Mana. Das ist jetzt ärgerlich, diese Typis hier. Jetzt wollt ihr euch Heldenfähigkeiten nutzen. Dann sind wir auf 3 Mana. Wir können den oder den dann benutzen. Oder wir benutzen die beiden. Das Problem ist, ich möchte. Wir haben eine 33% Chance, den richtigen Totem, das Richtige zu bekommen, was ich hätte. Also her damit. 33% Chance. Haben wir getroffen. Okay, dann kriegen die mindestens 3 Schaden. Darum geht's mir.
Dann können wir nämlich diese Herren töten. So, nächste Runde machen wir quasi. Auf 8 Mana spielen wir den einfach nur aus oder den. Vielleicht eher die. Die könnte uns nämlich, da muss er nämlich beide reintreten. Und da kann ich einfach den Ketun hier beschwören dann oder so. Das ist ein Vorteil. Ich würde also sagen, Sylvanas ist eine gute Idee. Super, super, super. Haha. Vielleicht treten da beide rein und sind die Geschichte. Das würde mich freuen. Und nächste Runde sind wir endlich auf 9 Mana. Er macht es nicht. Okay. Das heißt, Heldenfähigkeit sind wir auf 7 Mana. Und dann vielleicht noch die beiden spielen. Da, er wird davon, ja. Schauen wir einfach mal. So. So, spielen wir den noch für 0. Und wir spielen den aus, finde ich. Und damit haben wir ein ziemlich beeindruckendes Feld. Und der 5-5er ist natürlich super geil für 0 Mana. Ja, hätte man lieber Sylvanas getötet, hä? Jetzt ist Ketun keine so gute Option. Oh, oder so. Natürlich geht das auch auf die Art. Und. Erledigt. Der Vorteil ist, ich werde den erledigen. Dann werden wir unsere Einheiten ein bisschen... Obwohl, den will ich nicht verbessern. Die Dreier sind schlechter meistens. Und den auch nicht. Eigentlich nur den da verbessern, finde ich. Weil er ist jetzt für... Für 5 gibt es definitiv bessere Karten. Zum Beispiel ein Tiger. Also, sehr gute Leistung. Haha. Soll sein Ketun kommen. Wir haben noch 2 Max im Deck. Wir haben einen 5-5er Tiger bekommen. 5-5er schlägt auf jeden Fall einen 4-3er. Sehr gut. Und wir haben damit noch eine Kreatur von ihm erledigt vorher. Seht ihr, wie gut Evolution sein kann? Da ist nämlich jetzt der tötet meinen Tiger. Nein, der tötet den Tiger nicht. Haha, wir haben einen 5-1er Tiger. Wenn wir jetzt eine Hex ziehen, wäre das ziemlich gut. Nee, kein Hex. Aber sowas. Aber Face gehen und hoffen. Leider haben wir nichts gezogen gegen Ketun jetzt. Ja, das ist traurig. Aber wir haben Optionen im Deck. Wenn er uns jetzt aber beide tötet, dann was ist das mit der Option? Puh, aber mit 5 Mana, ich glaube, könnte schwierig sein, uns die 2 Spotties sich zu entledigen, dieser Karten. Aber es ist gut gespielt. Nicht dein Ernst. Wie? Wer, wie? Nee, warte. Oh, nee, warte. Wie? Ah, lol, natürlich. Okay, mein Gegner hat den perfekten Draw gehabt. Gut, Ketun war schon ein sehr guter Draw nebenbei. Und deswegen haben wir wohl verloren. Traurig, wir hatten 2 mal Hex auf jeden Fall im Deck. Die haben wir nur nicht gezogen. Das ist jetzt die Frage natürlich. Müssen wir zum Beispiel den 2 mal spielen? Ich meine, wir haben so viele gute Karten, theoretisch. Achso, den haben wir auch noch drin, der uns Karten ziehen lässt. Oh ne, eigentlich ist das okay, aber der bringt gar nicht so viel, merke ich gerade. Er ist eine nette Idee, aber... Glaubt, wir bleiben beim Mana Flut Totem. Weil er ein Totem ist, natürlich. Und, ja. Aus anderen Gründen. Oh, wir haben nicht mal den 7-7er gezogen. Naja. Man möchte... Sagen wir einfach, wir haben... nicht ganz so toll gezogen. Unser Early Game war richtig beschissen, ja. Da haben wir uns die ganze Zeit an einer Kreatur aufgehalten. Den 3-3, unseren 1-3er. Und sonst haben wir nicht viel gemacht. So läuft es natürlich auch nicht ganz rund, ja. Wir haben am Ende den einmal, aber den hatten wir auch noch im Deck auch. 1000. Also wir hatten eigentlich 1000 Karten im Deck, die uns geholfen hätten. Enzo zum Beispiel. Oder einfach ein Hex. Dann wäre der Typi Geschichte gewesen. Der Ketun, aber. Schon wieder kein Early Game. Wir haben so viel. Wir haben genug Early Game im Deck, ja? Mindestens 8 Karten. Oder zumindest 6 oder 8, ja.
Ich glaube, wir müssen das Deck noch mehr auf Early Game. Das ist ein bisschen zu Late Game fixiert vielleicht. Aber wenn ich die Karten nicht habe im Late Game, bin ich ziemlich tot. Den möchte ich auch nicht raushauen, weil er echt cool ist. Aber nur eigentlich, ja. Da die hasse ich, die Karte. Die hat mir letztes Mal, hat der Gegner einfach perfekt immer die gleichen Karten bekommen. Für 3 Mana die Wildgeister und den da hat der Typi bekommen die ganze Zeit. Und das ist, sagen wir nur, leicht lächerlich. Wenn wir den spielen... Wartet, ach so, die Wildgeister spielen wir vielleicht lieber. So, dann sind wir nächste Runde wieder auf 2 Mana und können den spielen. Und werden unsere Kreaturen vielleicht beide auf plus 4 Stärke bringen. Oh, oder ja, gut, doch, machen wir hier. Weil gegen 4 Stärke kann er nicht so viel machen. Er muss reagieren, nicht wir. So, wenn ich die auf 3 bringe, würden die Lebensanzeige sie auch nicht verbessern. Das ist leider Fakt. Ja, wir können die beiden natürlich, können wir die jetzt, wartet, 4 plus 2 sind 6. Wenn wir das auf die Art erledigen. Ich würde sagen, wir spielen noch 2 Totems aus. So, ich würde jetzt sagen, dass die alle gleich sterben werden. Aber wir ziehen immer noch an der Karte. Und nächste Runde können wir dann den spielen. Oh, oder den. Frage ist, was will ich jetzt eher haben? Sylvanas? Oder ihn? Denn wahrscheinlich wird er den Rest meiner Karte, also er wird auf jeden Fall für 6 Mana eine Karte davon ins Deck packen. Deswegen überlegen wir, den zuerst zu spielen, weil Sylvanas ist schon geil. Aber den finde ich noch geiler. Mit Emsorg wieder zu beschwören. Ah, er nervt mich jetzt ein bisschen, ne? Aber das Gute ist, der bleibt am Leben. 4, 6, mehr können wir nicht an Schaden machen. Deswegen würde ich sogar sagen, wir spielen Sylvanas einfach aus. Und fertig. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Und ziehen nochmal eine schöne Karte. Oh ja, seht ihr? Da, die Karte ist gut. Damit werden wir seinen Mistkill erledigen. Dämmen. Der könnte nervig für dich sein. Immer hier uns Karten ziehen zu lassen. Oh, die hat er bekommen. Naja, ist eben so. Oh. Da hat er sich ein besseres Ergebnis, glaub, gewünscht. Behaupte ich jetzt mal. So leicht besser. Zum Beispiel, er hat einen nur 2 Schaden gemacht, quasi. Ich glaube, das war nicht, was er wollte. 4 Schaden, oder? Und, nochmal den. Wir haben nur 5 Mana jetzt. Wirklich? 5 Mana? Wartet mal. Wir können den nochmal beschwören. Wir können die Heldenfähigkeit nutzen und den dann nochmal beschwören. Gerne! 2 Karten nochmal extra. Zack, zack. Und Sylvanas ist auf dem Board immer noch. Und ein 5-5er. Das ist, ich würde sagen, ein ziemlich gutes Feld. Oh, da, die hat er auch bekommen. Okay. Durch Gedanken. Und da tot. Ja, ja. Soll ich machen. Wir haben noch einige gute Karten. 7 Mana. 4 plus 2 sind zum Beispiel 6. Und wir nehmen 3 plus 4 sind 7. Aber ich möchte die Wildgeister noch behalten, ehrlich gesagt. Wenn ich das mache, sind wir, wenn ich das nicht mache, sind wir nächste Runde auf 8 Mana. Und naja. Wollen wir noch ein paar Karten ziehen? Ja, oder? Karten ziehen ist gut. Totem oder den. Dann wird er auf jeden Fall was machen. Nee, lassen wir so. So. Wir haben noch ein paar Meister auf Dings. Nächste Runde werde ich wahrscheinlich den einsetzen. Aber um einen davon oder vielleicht beide. Wir haben 8 Mana, oder? Nächste Runde. Dann können wir... Okay, erledigt sie alleine. Weil so langsam ist das sonst zu viele Karten, die wir ziehen. Und das können wir auch verhindern, dass wir... Ja, der macht 2 bis 3 Schaden. Wir schauen mal, dass wir den... genau den bekommen und dann hoffentlich alle erledigen. Oder einen zumindest, 4 Schaden. Beide! Ah, das war gut.
Dann würde ich sagen, noch für null den hinterher. Und schon sind wir wieder fertig. Und wir ziehen nochmal eine Karte. Oh ja, die ist nicht so gut, aber wir haben sie. Unser Board sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Was war da vor hier? Er muss sich jetzt auch hart verteidigen, weil sonst ist er tot. Ist jemand verletzt? Ach so, er ist schon tot. 5, 7. Nee, wir hätten ihn nicht tot gekriegt in dem Zug. Aber wir hätten ihn auf ein Leben gebracht. Der Priester hat gelitten. Komm, eine Runde geht noch. Der Priester hat wegen unserer Evolutionsdeck, wo wir nicht einmal evolutioniert haben, zu mir abgekackt. Aber okay, wird schon okay sein, ja. Wir haben einmal verloren, einmal gewonnen. Darum noch eine dritte Runde. Und dann machen wir den Gegner richtig schön. Fertig. Oh ja. Wirst du mal hier in die Gänge kommen, Blizzard Game Hearthstone? What the fuck ist hier plötzlich so laut? Hoffentlich hört ihr das nicht. Da sind plötzlich so laut die Leute. Was soll das? Nimm mir auf, Mann. Ja, wichtige Aufgaben erledige ich hier. Haltet mal den Rand, ihr kleinen Penner. Oder? Laute Leute draußen sind Penner. Automatisch. Den spielen. Erste Runde, wenn er nichts hat. Wäre optimal. Er hat aber den Tunneltor. Also den Coinen kann man auch machen. Oder den und dann den. Ja, das ist besser. Denn wenn er jetzt zum Beispiel nur den Totem-Golem hat, können wir Totem-Golem zerstören. Und haben dann einen ziemlichen Vorteil gegenüber ihm. Ja, aber okay, er macht es anders. Na? Er macht es auf die Art. Okay. Dann würde ich sagen, der macht mindestens 2 Schaden. Ja. Wir erledigen die Karte am besten. Das ist okay. Das ist ein 2er-Moment. Who cares? Was soll's? Nächste Runde haben wir 2 Mana. Können zum Beispiel wieder die Eldenfähigkeit nutzen oder können die zum ersten Mal nutzen, theoretisch. Auf in die Schlacht, er nervt mich ein bisschen. Oh, die Karte ist auch gut. Ah, das Problem ist, der und der töten die. Die Frage ist, ihr könnt natürlich hoffen, dass 3 Schaden überall gemacht werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wir machen die Heldenfähigkeit, habe ich beschlossen. So, ganz einfach. Kriegen dann nächste Runde 5, 6, vielleicht auch 7 Schaden. Darum haben wir die Karte, die ist sehr gut. Und können dann im nächsten Zug nochmal für 5 Mana hoffen, dass wir die 25% Chance treffen. Und dann alles töten von ihm. Haben wir leider nicht. Wir werden es trotzdem tun müssen. Traurig, aber wahr, oder? Ne, müssen wir nicht. Was ist jetzt besser? Den? Ja doch, komm. Treff! Und sieg! Ah, und nicht getroffen. Fuck you. Nächste Runde sind wir bei 3 Mana. Das heißt, wir können die machen. Die sind jetzt auf jeden Fall besser, weil die jeweils nur ein Leben haben. Und der tötet natürlich. Okay, hätte sie getötet. Ah, oh Mann, wir haben wenig Leben. Da müssen wir echt aufpassen. Wenn wir das machen, haben wir können auch den machen natürlich, aber bringt noch nicht viel. Wir werden dafür sorgen, dass einer von denen definitiv stirbt. Okay, wir müssen demnächst. Wir kriegen das Feld aber nicht gebacken. Das ist scheiße. Hätte er den wenigstens noch töten können. Der hat 3 Schaden auf wen gemacht, aber auf ihn nur 2. Ärgerlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde mein Deck wahrscheinlich ein bisschen abändern. Das ist mir zu Late-Game-lastig. Ein paar mehr günstigere Karten sind schon gut. Okay, er hat den 2. davon. Yay. 4, 6, 8 Schaden kriegen wir also in die Nase mindestens. Ja, wir kriegen 8 Schaden nochmal. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt damit komplett hochheilen, also dass wir 14 Life bekommen, ist sehr hoch. Beim Deck, was nur aus kleinen Karten besteht, quasi. 2, 6, 8, 10, 11, 12 Schaden kriegen wir aber wieder in die Nase. Oh Gott. Was machen wir denn dagegen? Wir können den spielen.
Wenn er den aber wegkriegt, sind wir tot. So, die Wahrscheinlich. Also können wir eigentlich nur den machen. Oder den plus Heldenfähigkeit und dann hoffen. Nee. Das ist die einzige Möglichkeit gerade. Seht ihr, wir überleben nämlich nochmal. So. 20, ja, das sind 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Wahrscheinlich sind wir tot. Danach haben wir noch 7 Leben, wenn er nichts anderes hat. Von 3 Karten. Und wenn wir sein Feld töten könnten, würden wir noch gewinnen. Wir haben diese nächste Runde bei 7 Mana. 3, 5, 8 Mana leider. 3, 5, 8 immer noch. 3, 6. Wir machen den dann tot oder wir ziehen nochmal die Massenvernichtung. Würde uns vielleicht retten. Scheinbar nicht. Weil er. Ja, perfekt. Gegen einen Face-Schaman, der aber perfekt zieht, kannst du auch nichts machen. Und er hat perfekt gezogen. Er hat so perfekt gezogen, dass es aber lächerlich ist. Und wir haben einfach ein zu dickes Deck, glaube ich. Einfach hier, ja, warte, wir brauchen aber diese ganzen Karten. Die Serie vor allem auch, ja. Das ist das Problem. Na gut, den brauchen wir nicht unbedingt zweimal. Ah, wir brauchen ein Early Game auf jeden Fall. Wir brauchen ein Early Game. Okay. Und eventuell noch ein paar Kreaturen rein, oder? Aber diese Karte. Oder kriegen wir noch was Besseres hin? Irgendwas, was die Chance erhöht, dass wir gewinnen. Im Einserbereich am besten. Im Einserbereich. Na gut, wir haben Blitzschlag. Damit können wir ein bisschen mehr Unsinn machen. Gegen schnellere Decks sind wir damit auf jeden Fall besser dran. Wir haben einmal Welle der Heilung, die uns heilen kann, logischerweise. Ja, wir lassen das so. Und schauen irgendwann mal anders, ob wir es besser hinkriegen mit dem Deck. Ich bin noch dran, das zu einem guten Deck zu umfunktionieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Und nächste Folge geht's mit Druide Club weiter. Oder mit einem anderen Deck. Doch, Druide wird okay sein wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.